das wird schön. Kranke Scheiße aber auch. Und... Och nö. Hier geht's anscheinend weiter. Gott, ist das bekloppt. Passiert da was, wenn ich dagegen schieße? Heieiei. So, jetzt aber schnell hier, Ellen. Schrotflinte? Nö. Nö, die will ich nicht. Und noch eine weitere Manuskriptseite. Komm. Wake und das Dunkel in der Loge. Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Was weiß ich. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Ja. Okay. Jetzt mal hier rauf. Zack, zack. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. Und jetzt haben wir eine Hochleistungstaschenlampe. Ja, gibt ordentlich Power. Aber wird auch sicherlich mehr Strom verbrauchen. Ja, was gibt's hier noch alles? Ach Gott. Also genug Gasflaschen sehe ich hier. Ich hoffe, dass die mich jetzt nicht angreifen. Das wäre schrecklich. Sag mal schnell hier. Emergency. Den Schrank aufmachen. Das Zeug da rausholen. 7 Leuchtfackeln habe ich hier schon. Und jetzt ab rein. Öffne das Tor. Klasse. Ja, dafür sind die... Sind die Fässer doch ganz gut geeignet. Jetzt endlich Ruhe hier. Gut, jetzt mal in Ruhe nachladen. Ach Gott. Geht's hier aber langsam ab. Ja, und der Hund hält doch einiges aus hier. So, jetzt mal. Sich ganz kurz mal umsehen hier. Vielleicht finde ich ja noch was Nützliches. Da geht's hoch, okay. Raus komme ich hier leider nicht. Ja, dann müssen wir wohl leider hier hoch. Und ein Fahrzeug sollen wir finden, lese ich da gerade. Steht hier irgendwas draußen? No.
Ich hoffe doch. Und wieder ein Fernsehgerät. Gießkanne, lass mich ja in Ruhe, ich sag's dir. Hände hoch. Gott, war das schlecht. Batterien. Und hier. Geh weg. Oder genau, bleib da stehen. Einschalten. So. Wir halten die Fakten unseres Daseins für sicher. Dabei sind sie nur eine dünne Fassade der Selbsttäuschung. Tarnung für einen Kosmos aus Wahnsinn und Horror. Zu oft haben die Sterne recht. In Night Springs. Heute Abend Familientreffen. Journalist Alvin Dernitz' Reise zur Erforschung der Sitten einer Inselgemeinschaft in Night Springs war weniger als erfolgreich. Bis heute. Schön, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Alte Bräuche, örtliche Mythologie. Mein Redakteur liebt sowas. Nun, Mr. Dirleth, wir sind keine Ausstellungsstücke. Aber Sie haben uns Ihre Ernsthaftigkeit bewiesen. Oh, es ist mir ernst. Machen Sie alles wie sonst, ich halte mich raus und sehe zu. Eigentlich dachte ich, dass Sie uns helfen. Uns fehlt jemand. Und Sie hätten ein direkteres Erlebnis. Wirklich? Natürlich, Mr. Dirleth. Tja, das ist wohl das Mindeste. Was soll ich tun? Oh, hier. Ein Kuss kann es zeigen. Ich, oh, ich. Oh, Mr. Dirleth. Der Bewohner des Fleisches, Nixie Pirka. Er ist zufriedengestellt. Ihr Körper wird seine 1000 Jungen ehrenvoll beherbergen. Wer? Liebling, ganz ruhig. Alvin Dirleth musste etwas lernen. Wer Mythologie sucht, kann auch von ihr gefunden werden. Und diese Suchen tragen Früchte. Night Springs. Ja, in Night Springs. Night. Oh mein Gott. Die verrückte Fernsehsendung und der verrückte Akarion, der die Begriffe nicht ordentlich aussprechen kann. Ja, schäm dich ab. Na gut, elendig darf ich ja nicht bestrafen. Ja, gut, was gibt's hier? Wake wird vom Dunkeln angegriffen. Die Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort. Ich fiel in Richtung des dunklen Sees, tief unter mir. Okay. Ja, hoch kommen wir nicht mehr. Das Tor ist auch verschlossen. Gut, Gott sei Dank, ich sehe keinen Bulldozer. Oh mein Gott, da kommt er doch. Und noch andere Kräfte. Jetzt hier auf den Bulldozer schießen, das ist doch... Ich werd bekloppt hier. Soll ich noch eine Fackel anzünden hier? Okay, das war's schon. Oh, das war verdammt knapp.
keiner mehr da? Habe ich jetzt Ruhe? Auch nicht. Und da drüben sehe ich schon einen Wagen auf mich warten. Sehr nett. Mal schnell nachladen hier. Man weiß ja nie, ob noch irgendwas kommt. Ja, und da. Ellen hechelt ja schon wieder. Ach so, da hinten. Gut, ich dachte schon, da steht eine Thermoskanne oder sonst was, Thermosflasche. Ja, Tor auf. Und ich wette, jetzt kommt noch was. 100 vor. Ja, hier, komm zu mir, Thermoskanne. Warum muss ich immer nur zu dir kommen? Da kommt doch nichts. Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Mir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Ja, White Falls. Ja, Bergwerksmuseum, da gehen wir jetzt hin. Kann ich da nicht mit dem Auto hinfahren? Wäre doch viel praktischer. Und wo sind meine ganzen Waffen? Schritt für Schritt, fast unmerklich, hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Der Fortlauf der Handlung führte mich tiefer und tiefer in dunkle Gewässer. Man hatte mir Alice genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Alles fühlte sich real an, klang aber auch nach einer Geistesstörung. Ich fahre hier mal nur ganz kurz eine Runde, nicht dass ihr euch wundert. Ja, ich will ja keine Sachen hier übersehen. Wäre doch zu schade. Und hier die Brücke ist eingestürzt, okay. Wie viele Autowracks hier eigentlich stehen? Hier ist so etwas. Ach doch nicht. Ich dachte, da liegt ein Manuskript. Aber was ist, wenn ich hier mal schnell hochgehe? Das ist doch bestimmt ein ganz gutes Versteck. Für eine Thermoskanne oder sonst was. Oder ein geheimes Manuskript. Eine Hütte. Ja, auch nicht schlecht. Ach Gott, du hast überhaupt gar keine Fitness, Ellen. Ach, vielleicht sind wir aber sowieso richtig hier. Ich weiß jetzt nicht. Ich schaue mich mal unten nochmal ganz kurz um. Gut, hier runterfallen will ich nicht unbedingt. Ja gut, laufen wir schnell zurück. Ja, oder wir kriechen gleich zurück, wenn es so weitergeht, lieber Ellen. Was ist denn los, ey? Der bricht hier schon nach 10 Metern zusammen. Gut, weiter geht's. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, die Straße wird bestimmt... Na super.
Hat sich ja richtig gelohnt. Ja, aber dann können wir uns jetzt auch ganz... Ach Gott. Ganz kurz da hier das Radiogespräch mal anhören. Das Radiogespräch? Was rede ich denn da schon wieder? Ja, wir schalten hier einfach mal das Radio ein. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen.